Nach der Flag Football Weltmeisterschaft in Israel dürfen wir aus österreichischer Sicht richtig stolz sein, denn sowohl die Damen als auch die Herren haben ein richtiges Top-Ergebnis eingefahren und sich somit für die World Games 2022 qualifiziert. Und wir haben, wie schon vor diesem Turnier, wieder zwei Vertreter heute hier bei uns im Studio, wieder mal Katrin Mansbart und Sebastian Wolf. Servus, danke fürs Kommen. Danke. Ich habe jetzt einleitend schon mal erwähnt, ihr habt euch beide für die World Games 2022 qualifiziert. Die Damen sind sogar Dritter geworden, da ist die Bronzemedaille sogar mit dem Gepäck. Bei den Herren hat es nur für den 6. Rang gereicht. Trotzdem, die Top 8 sind mit dabei in Birmingham. Starten vielleicht mal bei den Damen. Ihr habt im Halbfinale gegen die USA dann eure Grenzen aufgezeigt bekommen, bis dahin aber sehr gut performt und am Ende des Turniers ein Ergebnis, glaube ich, erreicht, auf das man sehr stolz sein kann. Das hast du, finde ich, sehr gut zusammengefasst. Ja, genau. Wir haben am Anfang in der Gruppenphase ein bisschen auch straucheln müssen. Wir hatten ein Remis gegen Deutschland. Haben 38-38 gespielt und dann hatten wir das bessere Punkteergebnis gegen Mexiko. Dadurch dann das Spiel gegen Panama, was ja auch sehr knapp war, 2019, ganz eine spannende Partie. Und dann im Halbfinale gegen USA, da haben wir auch lernen können, wo noch unsere Defizite liegen. Auf die freuen wir uns schon in Alabama. Und das Spiel gegen Brasilien war dann ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, eines und eigentlich unser bestes Spiel. Und haben wir dann gewinnen können. Wir sind glücklicher Dritter. Wir sind sehr stolz und haben unser Top-Ziel erreicht von unseren Zielen, die wir uns gesetzt haben. Sebastian, das Minimalziel ist mit Sicherheit erreicht worden mit der Qualifikation für die World Games in Birmingham. Grundsätzlich gab es das ein oder andere Spiel, wo man rückblickend sagen muss, man hat sich vielleicht ein bisschen zu ungeschickt angestellt, man hätte vielleicht eine bessere Ausgangsposition haben können? Natürlich, also wir haben in der Gruppe alle Spiele gewonnen, bis auf das Spiel gegen Panama, wo wir schlecht begonnen haben. Es war einfach nicht stimmig von Anfang an, die Athletik von Panama auch sehr, sehr gut, die Spieler, vor allem in der Offense, waren sehr athletisch und sehr schnell. Da haben wir uns erst einspielen müssen und dann in der zweiten Halbzeit, wo wir dann umgestellt haben, unser System ging es besser. Aber alles in allem ein solider 6. Platz. Ich sage immer, es ist ein 5. Platz für das Spiel und Platz 5 haben wir nicht mehr gespielt. Das wurde aufgrund eines Münzwurfs entschieden, weil wir mit den Coaches entschieden haben und auch mit den Franzosen, dass wir dieses Spiel nicht mehr um 22.45 Uhr live vor Ort ankicken, weil die Verletzungsgefahr schon zu groß war und das 5. Spiel bei uns am Abend das gewesen wäre. Deswegen sagen wir immer, wir sind 5. das zweitbeste europäische Team und das ist wirklich okay mit der Ausgangslage, mit der wir gestartet haben. Haben auch zwei Videos vorbereitet, starten wieder bei den Damen und zwar mit dem Spiel um Platz 3. Haben da einige Szenen noch rausgepickt, wo du vielleicht auch das Ganze mitkommentieren kannst. Haben da zunächst mal auch einen Touchdown beim Stand von 0:0. Genau, also da sieht man, wie die Marie den Ball in der Endzone fängt, ein wunderschöner Corner da ins Eck und sie waren dann für sich ganz frei. Schöner Wurf von der Sassi und gut gefangen. Also wir haben sehr gut ins Spiel hineingestartet und wir in der Offense waren da wirklich, wir haben uns den Pain Train genannt, weil unser wichtigstes Ziel war, irgendwie konstant zu sein. Da sieht man auch einen Touchdown dann in der Endzone wieder aus der Mitte heraus, wie wir uns freuen. Also wir haben, glaube ich, gegen Brasilien wirklich in jedem Drive versucht, mit unserer Offense zu scoren, das haben wir auch sehr gut geschafft. Die Defense hat sehr stark gehalten und so gewinnt man Spiele. Da sieht man unsere Jungs, wie sie uns unterstützt haben. Das macht natürlich sehr viel aus, also wenn sich das Publikum, wenn uns die so anfeuern. Und wir haben uns unglaublich gefreut, ja, das sieht man sie. Die Emotionen gehen auf jeden Fall durch. Wie war es vom Support her auf der Tribüne, wo man schon gewusst hat, man hat sein Turnier eigentlich schon beendet? Ist man dann auch stolz auf die Mädels? Ja, unglaublich stolz. Es war wirklich cool. Es wurde in einem großen Fußballstadion gespielt und wir haben auf der Tribüne gefeiert und haben da wirklich angefeuert. Wir haben uns den Block genannt und haben gesagt, wir wollen die Lautesten sein. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft und es war wirklich vom Physio bis zu den Coaches, alle Spieler, alle 15 sind gestanden, haben angefeuert und wir haben da auch unser Bestes zu geben, damit die Damen da einfach den Support haben, wenn die Defense am Feld war, dass es laut wird, dass die Brasilianerinnen ein Problem haben zu kommunizieren und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und es ist natürlich cool, wenn man mit einer Bronzemedaille nach Hause fahren kann. Ich würde ganz gerne nochmal so diesen Unterschied zwischen dem Halbfinale und dem Spiel um Platz 3 herstellen. Wie groß ist denn noch der Sprung zwischen Brasilien und den USA als Gegner, wenn man den hat? Also was muss man gegen die USA mitbringen, um überhaupt eine Chance zu haben? Ja, ich finde es ganz spannend, weil die USA hat ja gegen Mexiko im Finale dann eigentlich recht knapp gespielt. Und wenn man sich unser Spiel gegen Mexiko anschaut, da waren nur 5 Punkte Unterschied. Das heißt, ich glaube, wir haben schon das Zeug dazu, auch die USA zu schlagen. Besonders im Hinblick auf Alabama. Meines Erachtens, und das sind wir uns im Team auch recht einig, wir sind in dieses Turnier gegangen mit dem Ziel, zum Teil auch einfach mal gegen die USA zu spielen.
sie natürlich, wenn möglich, zu besiegen. Aber für uns war die USA bis jetzt auch so ein Top-Team, das möglicherweise unerreichbar war. Bei der WM haben wir schon gesehen, die Latte liegt gar nicht so hoch. Wir haben unser Spiel gespielt. Wenn man sich das Spiel nachher analysiert, sieht man, wir haben viele Catches nicht gemacht. Wir haben einfach unser Top-Spiel nicht abgeliefert. Und das wird ganz bestimmt Gegenstand der Offseason sein, dass wir uns da auf unsere ganz Basics konzentrieren, unser Spiel spielen und uns kein anderes Spiel aufdrücken lassen. Und dann ist aus meiner Sicht der Sprung zu einem Sieg gegen die USA gar nicht so groß. Also Mexiko haben wir sehr gut auch gegenhalten können und das Finale war unglaublich spannend, sehr packend. Ja, und dann, wenn du ins Spiel um Platz 3 gehst gegen Brasilien, gegen die haben wir letztes Jahr, also bei der letzten WM auch schon gespielt, da waren wir in einer gewissen Favoritenposition, wussten, wie wir gegen sie spielen und haben uns sehr stark gefühlt. Da war die Einstellung eine ganz andere als vor dem großen Respekt gegen die USA. Und ja, also es sind Defizite da, durchaus. Ich glaube, wir haben das Spiel ein bisschen im Kopf auch vielleicht im Vorhinein nicht ganz vielleicht verloren. Aber ja, World Games stehen vor der Tür im Juli dann und eine lange Vorbereitungsphase und da ja, wollen wir uns da vorbereiten. Hm. Ja. Werden wir gleich drüber sprechen. Kommen wir noch einmal auf die Männer zu sprechen. Du hast es schon bereits in einer Antwort formuliert. Gegen Panama einen ungünstigen Start gehabt, nicht wirklich ins Spiel reingefunden und die einzige Niederlage in der Gruppenphase eingefahren. Auch da haben wir Szenen vorbereitet, die vielleicht auch so, wie es Katrin genannt hat, Defizite vielleicht aufzeigen, die aufgetreten sind hier in der Defense. Was ist da falsch gelaufen? Darf man einen Gegenspieler über so eine lange Distanz unter Anführungsstrichen aus den Augen verlieren und der dann auch noch in der Endzone den Ball fängt? Nein, natürlich nicht. Es ist, bei Panama hat man gesehen, dass die in der Szene dass die athletisch sehr gut sind. Und das Spiel hat sich auch geändert, verglichen zu den letzten Jahren. Es wird immer zu einem Run and Gun, was bedeutet, dass die Offense-Spieler probieren, einfach mit einem Punkt oder mit einem Drive wirklich zu scoren und den Ball rauszuhauen über 50, 60 Yards. Jetzt sehen wir hier schon unsere Offense, ein Vierter und kurz, wo unser Quarterback Simon Jasanski den Ball raushaut auf Sebastian Marold. Das war unser erster Touchdown da. Ab dem Zeitpunkt sind wir dann wirklich gut ins Spiel gekommen und haben da wirklich gut performt und haben uns einfach auch umgestellt. Man sieht, dass hier die Verteidiger der Panamesen sehr nah sind und Simon Nofir Jasanski wirft ihn einfach raus und ein schöner Touchdown. Und das war wirklich ein gutes Momentum, wo wir dann, das wir auch mitgenommen haben in der zweiten Halbzeit. Wieder hier ein Touchdown. Natürlich sehr wichtig, das war dann der letzte von uns, aber von Daniel Hochleitner. Aber wir haben uns wirklich gesteigert auch in dem Spiel und das haben wir bei der ganzen Weltmeisterschaft geschafft, dass wir uns steigern, besser werden, als Team zusammenwachsen, weil das kann man nur, an so einem Turnier kann man nur als Team wirklich zusammen spielen und wenn man zusammenwächst, dann passieren gute Sachen. Wir haben im Viertelfinale gegen Italien verloren um 3 Punkte, wo wir die ganze Zeit wirklich gut dabei waren und es waren teilweise in der Offense 4 Rookies, also 4 Spieler, die noch nie bei einem Großevent bei den Herren gespielt haben am Feld. Und da hat man einfach gesehen, dass wir uns wirklich mit ihnen gemessen haben, wo da sind teilweise Profis dabei, die, also American Football Profis, die spielen. Und das ist halt schon cool, wenn man da wirklich sehr knapp dran ist. Und das sind dann 1, 2 Plays und auf dem Level ist es dann so, dass man dann halt auf der Verliererseite steht. Aber was die Katrin schon gesagt hat, Birmingham steht vor der Tür, da sehen wir die Italiener wieder, da sehen wir die Panamesen wieder, wissen wir noch nicht die Gruppenauslosung, aber wir sind dann gewappnet und jetzt beginnt einmal die Vorbereitung darauf. Genau, kommen wir gleich auf dieses große Event zu sprechen, quasi die abgemilderte Form der Olympischen Spiele, Sportarten, die es noch nicht reingeschafft haben, aber den Sprung schaffen könnten. Flag Football ist zum ersten Mal jetzt bei diesen World Games mit vertreten. Wie groß ist die Vorfreude? Beschäftigt man sich jetzt schon damit oder ist das zu weit entfernt und Ligastart und Co. kommen zuvor? Ja, also ich glaube, Ligastart ist sicher, was das auch Thema ist. Ich sage aber, für uns, für alle ist irgendwie die Liga auch eine Vorbereitung für die internationalen Spiele. Wir wissen, wer unsere Gegner sein werden. Das ist klar, weil natürlich die Top 8 sich qualifiziert haben, kommen zu den World Games. Dementsprechend wissen wir treffen wieder auf Mexiko, wieder auf die USA, Japan, Frankreich und so weiter. Wir bereiten uns gedanklich sicher ein bisschen darauf vor. Jetzt gerade ist die Off-Season, Mitte Jänner starten wir wieder hinein. Wir wissen, wo wir spielen. Zum Teil wissen wir schon, wo das Ganze stattfinden wird. Die Vorfreude wächst, aber das Adrenalin ist natürlich noch sehr niedrig. Also liegt alles noch ein bisschen im Vorbereitungsmodus. Jetzt sind die Damen mit Sicherheit ein bisschen euphorisiert durch diese WM-Bronzemedaille. Bei den Männern hat man vielleicht ein bisschen einen Dämpfer verpasst bekommen, ist sich aber wahrscheinlich im Klaren darüber, dass man bei den World Games angreifen will? Oder wie sieht da die
nähere Vorbereitung vielleicht schon aus? Also genau, wir haben jetzt schon mit den Coaches, wurden schon bereits die Camptermine für nächstes Jahr festgelegt. Wir haben jetzt auch, weil wir das auch gesehen haben, dass wir einfach bei der Athletik noch weiterkommen müssen, jetzt mit dem Athletiktrainer des AFPÖs auch schon Kontakt geschlossen, dass wir einen wirklichen maßgeschneiderten Plan haben, um bei den World Games dann wirklich zu performen. Da sind wir auch jetzt schon in der Vorbereitung und wir freuen uns extrem darauf. Wir wissen auch die Gegner, wie die Katrin das gesagt hat, das sind drei Nationen, USA, Mexiko und ein Panama aus Amerika und dann fünf Europäer, die kennt man, da kennt man die Spieler teilweise auch von der Vereinsebene, von der Champions Bowl, das ist so die Champions League des Flag Footballs. Das heißt, man kennt sich da und da kann man sich auch wirklich zielgerichtet darauf vorbereiten, die Athletik nachschärfen und dann dort Vollgas geben und im Legion Field, das sehr groß ist, ein großes Stadion mit, glaube ich, 50.000 Zuschauer passen rein, werden wahrscheinlich nicht so viele werden, aber viel, man kann ja träumen, dass wir dann dort wirklich unsere Leistung abrufen können und uns da jetzt noch gut vorbereiten. Wie viel Zuversicht, Katrin, steckt in dir, was dann die Olympischen Spiele in LA 2028 betrifft? Hast du das Gefühl, dass Flag Football schon so weit ist, dass eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis man weltweit überzeugen kann? Woran scheitert es vielleicht noch? Gute Frage. Ich glaube, wir bewegen uns immer weiter dahin. Die WM war jetzt das größte Event, das bis dato stattgefunden hat. Die World Games werden noch größer werden. Man wird sehen, ich glaube, der Sport an sich ist sehr gut für die Olympischen Spiele geeignet. Wenige Spieler, man braucht wenig Equipment. Der Sport, den spielt man auch leicht und einfach. Dementsprechend glaube ich, für die Olympischen Spiele wäre das schon ein Sport, der sich eignen würde. Natürlich dann auf Top-Niveau zu spielen, so wie es der Basti gesagt hat, die Athletik ist einfach auch ein sehr wichtiger Punkt, der immer mehr und schon langsam kommt. Und wenn man das vergleicht mit zum Beispiel anderen Sommersportarten wie Leichtathletik, dann sieht man schon einen Unterschied in der Athletik noch und an dem müssen wir arbeiten. Aber das weiß der AFPÖ sehr gut, der Österreichische Footballbund, und an dem wird sehr gewissenhaft gearbeitet, ein Plan aufgestellt. Und der Kader reduziert sich auch immer mehr im Nationalteam, das heißt, die Leistung muss immer besser werden. Es ist wie ein kleiner Trichter und das führt natürlich dazu, dass mehr Top-Leistungen erbracht werden müssen und Top-Leistungen will man bei den Olympischen Spielen sehen. Also würde der Weg dorthin führen, ja. Und Zusammenhalt ist in der Hinsicht vielleicht auch ganz entscheidend. Wie wichtig ist es auch für euch jetzt zu wissen, dass sowohl die Damen als auch die Herren wieder vertreten sind und man so gegenseitig zumindest auf der Tribüne schon mal Unterstützung in rot-weiß-roter Form hat? Ja, das ist super wichtig. Also ich glaube, wir haben das gesehen bei dieser Weltmeisterschaft vor allem. Da unser Turnier bei den Herren leider schon vorbei war, konnten wir uns halt voll fokussieren auf die Damen und ihnen wirklich das dazugeben. Und ich glaube, wir können da auch viel voneinander lernen. Also spielerisch, aber auch athletisch. Und wenn man dann einfach in einem fremden Land ist und das sind dann 30 Spieler und Spielerinnen, da wächst man dann zusammen, da kämpft man für das Land. Und das ist einfach wirklich cool, dass man da zusammenwächst und dann auch, es gibt ja viele Vereinsspieler, die auch dabei sind von den gleichen Vereinen, dass man sich da einfach unterstützt und einfach als Team zusammenwächst. Und ob man das jetzt als Männer und Frauen, aber wir sind dort 30 Österreicher plus Coaches Support und da wollen wir das Beste geben und das gelingt uns Gott sei Dank immer gut und da müssen wir einfach weiter hart daran arbeiten. Jetzt eben mit den World Games, Athletik, Olympia ist eine wirklich einmalige Chance, wenn das dann wirklich kommen sollte. Sie sind noch 7 Jahre, aber einfach mit Teamgeist und Teamgefüge kann man sehr viel machen und auch andere Sachen kompensieren. Ja, da werden wir uns im Vorfeld dann auch sicher nochmal treffen, wie die intensive Vorbereitung dann aussieht. Ich würde ganz gerne auf die Vereine von euch zu sprechen kommen, auf den Ligastart und das, was halt bis dahin noch passiert, beginnen vielleicht auch bei dir. Du spielst in Wien jetzt selbst, hast doch gesagt, ein Vereinswechsel macht grundsätzlich keinen Sinn, weil es geht eh weniger ums Geld, sondern mehr um den Zusammenhalt und um Freunde, die man immer wieder wöchentlich trifft. Vereinsziel in dieser Saison klar gesteckt? An und für sich ja. So wie jedes Jahr wollen wir natürlich um den Meistertitel mitspielen. Wir sind letztes Jahr im Finale gestanden gegen die Klosterneuburg Indians. Ich glaube, in der Liga geht es immer darum, sich von Spiel zu steigern. Wir haben ja auch dieses Playoff-System gegen Ende, wo es nicht darum geht, dass du während der gesamten Saison Meister wirst, ähnlich wie beim Fußball, sondern du musst einfach unter die Top 5, 6 kommen und kannst dann am letzten Tag immer noch Erster werden. Dementsprechend gilt es wirklich, sich zu steigern im Hinblick auch auf den Juli. Vienna Constables, Männer sowie Frauen, wollen top mitspielen, wollen Erster werden und die Vorbereitung beginnt Anfang Jänner, also Anfang jetzt ist noch ein bisschen Trainingspause und Mitte Jänner beginnen wir wieder. Hallentraining, im März gehen wir dann hinaus. Trainingslager wäre geplant im April, in Abstimmung natürlich mit den Nationalteamterminen. Und wann die Season beginnt, wird man dann noch genau sehen. Also die Termine weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, die sind noch nicht fix gesetzt. Aber ja, wir sind
definitiv am Meistertitel dran. Und das ist das Ziel. Ja. Jetzt bist du natürlich Sportler genug, um ehrgeizig genug zu sein für die reguläre Meisterschaft. Hast aber auch im Vorfeld mir erzählt, dass umso älter man wird, desto eher schätzt man auch dann so große Events, dass man zusammenkommt. Jetzt ist die Frage, gibt es dann eine gewisse Zweitrangigkeit, was die Liga betrifft in diesem Jahr? Oder wie könnte man das beschreiben, das Programm bis Juli? Also das würde ich nicht sagen, das ist eine Zweitrangigkeit. Man braucht Spielpraxis, um einfach performen zu können. Und wir haben das jetzt auch gesehen, wir haben einige Spieler aus verschiedenen Teams. Dadurch wird die Liga auch einfach besser und dadurch muss man sich auch als arrivierter Spieler einfach noch ein weiter steigern. Und genau diesen Kampf um die Spots, die man dann dort hat bei Nationalteam, darum muss man kämpfen. Und da muss man in der Liga mal performen, damit die Coaches sehen, hey, der Spieler kann das und dann weiter. Und dass man das dann einfach auch in der Liga für Woche dann einfach bei den Spielen zeigt, dass man auch auf dem Level dann, wenn auch dann noch natürlich mehr Druck ist, mehr Leute zuschauen, dass man dort dann auch performen kann. Und Vorbereitung bei uns bei den Klosterneuburg Indians beginnt, hat jetzt eigentlich schon begonnen und jetzt ab Jänner dann zielgerichteter. Dann werden wir noch, so wie jedes Jahr im März circa, aufs Feld rausgehen, dann das Feintuning machen und dann natürlich abgestimmt, weil auch bei den Klosterneuburg Indians ein Großteil der Nationalteamspieler sind und vor allem in der Defense, dass wir dann auch dort zielgerichtet hintrainieren und dann mit den Spielen auch wirklich das machen, einen Plan, dass wir dann nicht im Juli ausgebrannt sind, sondern wirklich topfit sind. Und die Liga endet immer Ende September, Anfang Oktober. Das heißt, da ist dann auch noch ein bisschen ein Loch zum Durchschnaufen, dass man dann die Liga voll durchstartet. Und wir wollen natürlich jetzt zum vierten Mal hintereinander den österreichischen Staatsmeister bei den Herren gewinnen und zum zweiten Mal bei den Damen. Gut, also erfolgsverwöhnte Sportler, die hier wieder bei mir sitzen. Zum Abschluss, das habe ich nämlich vorher vergessen abzurufen, noch ein paar Bilder, eine Bildercollage aus Israel, die wir auch noch zusammengefasst haben. Vielleicht könnt ihr auch noch dem Zuschauer so ein bisschen einen Einblick geben. Robert Kraft, der die New England Patriots im amerikanischen Football zur Berühmtheit gebracht hat, hat da kräftig investiert und eine fette Anlage hingebaut, oder? Ja, wirklich schöne Anlage. Man hat das gesehen. Das war das ganze Team Österreich vor dem Shalom-Bild. Hier sieht man die Herren mit unseren 15 Spielern, also 14, wieder hier ein Spiel gegen Korea. Genau, ein Action gegen Korea, das war das zweite Spiel am ersten Tag, hier beim Coin Toss. Wieder der Daniel Hochleitner und ich, die Kapitäne auswählen, ob man Heads oder Tails nimmt. Hier ein Spiel gegen Panama, hier ein Jubelbild meines Bruders, die Fahne Österreichs. Katrin, ja, war generell auch so die Stimmung in Israel, hat man schon gemerkt, die gehen mit Corona anders um als wir? An und für sich ja, es war um einiges mehr los, also man konnte ins Shoppingcenter gehen, wir waren ja damals, kamen aus dem vollen Lockdown, ja, und war ein bisschen freier und offener eigentlich das Ganze, natürlich untereinander dann im Inneren aber immer Maske getragen, da sieht man ja das ein Bild, wo wir jubeln über die Top 3 zur Anlage, hast du auch noch gefragt, die war wirklich sehr gut in Schuss, muss ich sagen, also eine Top-Anlage in tollen Plätzen. Und wir haben uns sehr wohl gefühlt dort, das war wirklich gut zu spielen, der Rasen, das war Rasen, so wie Kunstrasen und auch Tribünen, du vermischst dich natürlich zum Teil mit den Spielern. Und dann am letzten Tag war sehr starker Sturm vorhergesagt, deswegen sind wir ins Stadion ausgewichen, so wie man bei den letzten Bildern gesehen hat. Und es war ein tolles Gefühl, weil natürlich, wenn das Team dich anjubelt oder anfeuert, da hörst du alles nochmal lauter. Mhm. Und ja, na, war toll. Auch coronatechnisch nicht viel los. Also natürlich klassisch PCR-Testen alle zwei Tage, war sehr viel Sicherheit. Wir haben uns immer sicher gefühlt. Aber ja, wir haben uns sehr auf den Sport konzentrieren können. Das war das Wichtigste eigentlich. Mhm. Abschließend noch ein ganz, ganz kurzes Wort eben zu dieser Corona-Thematik. Wirst du es persönlich vor Ort erlebt, sehr diszipliniert oder gab es dann doch die eine oder andere Nation, die negativ hervorgestochen ist? Nein, es war wirklich diszipliniert. Die Katrin hat es erwähnt, es gab einen Test beim Ankommen am Flughafen, es gab einen Test am zweiten Tag, damit wir auch das Land auch wieder verlassen können. Es wurde brav Maske getragen. Wir hatten, was sehr professionell war, jeder hatte seinen eigenen Bus. Mit den Damen waren wir, teilweise sind wir zum Training zum Beispiel zusammengefahren, aber wenn wir zum Match gefahren sind, alleine, man musste nicht irgendwie warten auf zwei, drei andere Nationen. Es gab sehr wenig Durchmischung, auch bei den Essenssälen. Also, es war wirklich gut organisiert von den israelischen Behörden oder von dem LOC dort. Also war wirklich professionell und das Team hatte seinen eigenen Lockerroom, also war man wirklich auch abgeschottet und man musste da dann nicht eine große Durchmischung durchsetzen. Also es war sehr gut.
Wunderbar und erfolgreich. Katrin, Sebastian, nein, besten Dank. Der dritte Platz geht also bei der Flag Football Weltmeisterschaft an die Damen, die Herren holen natürlich auch den sechsten Rang und sind somit unter den besten 8 Nationen und damit fix qualifiziert für die World Games 2022. Bedeutet, die beiden Herrschaften werden dann wahrscheinlich im Laufe des Frühjahrs auch hier wieder Platz nehmen. Bis dahin heißt es vorbereiten, auf den Liga-Alltag konzentrieren und dann werden wir sehen, was im Sommer möglich ist. Bis bald. Dankeschön. Danke. Boom, 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 boom.